So, Hallöchen, hier ist wieder Xabatchen und wir sind im Terranischen Imperium wieder in der Gänge. Und ich habe hier mal für euch aufgemacht die Meinungskarte. Das heißt, wer hat eigentlich eine gute oder eine schlechte Meinung von uns? Und da würde ich sagen, es sieht doch echt gut für uns aus, ne? Dass die gesamte Galaxie hat eine positive Meinung über uns, mit Ausnahme von den Natfankan Rivers, die allerdings hassen halt auch, wenn ich die anklicke, die hassen halt auch einfach jeden. Von daher ist das also keine Option da irgendwie positiv. Die wollen auch mit niemandem was zu tun haben, die wollen einfach nur alle auslöschen. Die wollen jeden töten, dem sie begegnen. Und negativ sind auch noch die Zelimi. Aber die mögen uns immer noch mehr als die Commonwealth of Man und die United Obivni League. Das heißt, bevor die gegen uns irgendwas unternehmen wollen, denke ich mal, werden die eher hier oder hier irgendwas versuchen. So, das ist strategisch wichtig von der Meinung her. Das heißt, hier habe ich zwei Berater, also hier einen Berater und da einen Berater, die unsere Beziehungen gut halten. Die wollen einfach mit niemandem reden, also da ist es egal, was man macht, die sind einfach nur auf der Tod und Verderben aus. Und die zwei hier, die haben keine Verbindung zu uns, die können gar nicht zu uns gelangen. Also die zwei sind egal, die zwei sind gut, der wird eher nach hier unten ausrücken. Das heißt, wir haben eigentlich nur diesen einen hier als Kontrahenten und der ist statistisch gesehen mit uns ebenbürtig, das habe ich nachgeguckt. Wir sind Terraner und da Natfakan sind Flottenstärke ebenbürtig und die stehen auch vor unserer Haustür, so ist nicht. Das ist also nicht so, dass das hier nur so eine theoretische Gesprächsrunde ist hier. Nein, die stehen vor unserer Haustür und wollen offensichtlich klar machen, was ihre Ziele sind, nämlich die Säuberung. Ihr primäres Ziel ist die Säuberung allen menschlichen, also allen organischen Lebens, außer ihrer eigenen. So, das heißt, ihr Ziel ist es, uns für immer zu vernichten. So, und deswegen habe ich hier eine schöne Basis hingebaut. Die Alpha Centauri Basis hat 2900 Kampfstärke momentan. Hier drin ist momentan noch die zweite terranische Flotte. Hier kommt gleich die erste noch an. Das heißt, er steht hier einer Übermacht von ungefähr 4.000 bis 5.000 ungefähr gegenüber. Das weiß ich noch nicht, wie hoch die genau ist. Wir können hier nochmal ausbauen, aber wir haben momentan keine Mineralien. Da können wir momentan auch nichts dran reißen, denn mein primäres Ziel ist es tatsächlich, diese ganzen Mineralien hier zu verwenden, um hier Stationen zu bauen. Wir müssen hier ganz viel noch in unser Reich integrieren, was ich erstmal vernachlässigt hatte, um die Außengrenzen zu definieren. Wo ist denn jetzt eigentlich Schluss für den Gegner? Und dieses Außengrenzen definiert hier, hat halt hier dazu geführt, dass wir hier so einen elendig langen Arm gezogen haben, ohne irgendwas davon hier zu aktivieren. Das muss ich jetzt alles noch machen und das kostet alles Mineralien. Von daher wird da nichts weiter kommen. Aber ich denke, dass wir, sobald die erste hier ist, die zweite ist völlig im Arsch, die können gar nichts, 216. Aber wenn die erste hier auch ist, dann ist das hier ein Bollwerk, wo die hier nicht einfach so durchkommen können. So, das dazu. Dann habe ich hier noch den Auftrag für den Bergbau stehen. Er ist dabei, hier noch das zu erforschen. Er wird hier das noch machen. Wir werden das hier alles in unser Reich integrieren, dass das komplett ist. Das sind 3, 5, 11, 13, 16 mal Energie, die hier noch reinkommen, plus die 2 sind 18 Energie. Dann sollten wir im Plus gleich sein,
denn hier wird jetzt die Kolonisierung gleich losgehen. Das dürfte nur noch einen Moment dauern, dann dürften die hier anfangen mit der Kolonisierung. Hier würde ich eigentlich gerne noch eine Sternenbasis bauen, aber wir haben momentan keine zur Verfügung. Ich habe hier eine, aber für den halt noch nicht. Hier bräuchten wir eigentlich so eine Dreierkette Sternenbasis. Das wäre schon nice und hier bräuchten wir eigentlich irgendwas wie Schiffswerft oder irgendwie, wo man Flotten postieren könnte. Mal gucken. So, handelstechnisch habe ich geguckt. Sieht es ganz geil aus. Wir müssten hier eine Handelsstation bauen, aber wie gesagt, wir haben keine Station übrig. Aber hier wäre perfekt. Ich überlege, ob ich mal ein, zwei Schiffe dann, sobald das machbar ist, ein, zwei Schiffe hier als Patrouille fliegen lasse. Denn wir haben ja doch tatsächlich ein kleines Piratenproblem. Ja, also wir verlieren hier momentane 0,4. Also wir aktuell geht es hier noch. Hier geht es auch noch. Hier geht es auch noch. Hier geht es auch noch. Und hier geht es auch noch. Und hier geht es auch noch. Aber das wird ja nicht so bleiben. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall in nächster Zukunft mal eine Patrouille lang schicken, die hier so rumfliegt. Oder wir bauen hier halt eine Handelsstation. Die Handelsstation wäre die perfekte Lösung. Aber das wird in nächster Zukunft nichts werden, weil wir müssen auch noch dieses Wurmloch absichern. Aus diesem Wurmloch kommen die ganze Zeit irgendwelche Gegner. Das heißt, wir müssen auch hier hin und dicht machen. Und dafür brauche ich eine Sternbasis, von denen ich aktuell keine mehr bauen kann. So, gut. Okay, dann geht's mal weiter im Text. Wir lassen laufen. Die Forschungsschiffe sind am Machen. Konstruktionsschiffe sind am Machen. Alles gut. Dekolonisierung. Hier bitte. So, ich habe jetzt ein Kolonisierungsschiff. Das ist hier. Pause. Moment. Und du sollst diesen Planeten kolonisieren. Dieser Planet bietet geringe Wohnbarkeiten. Ja, ich will das trotzdem. Und der Planet wird Sarg. Also Sarg. Okay. So. Ich weiß, dass der mehr kostet. Aber das wird mein Energieplanet. Wir werden hier hintereinander weg Energiedistrikte bauen. 9 mal 8 Stück habe ich ja nachgelesen. 70 plus. So, das ist der Plan der Pläne, der hinter Sarak steckt. Und dann können wir immer noch dafür sorgen, dass es irgendwie bewohnbarer wird oder so. Aber primär muss ich Energie haben. Und zwar Unmengen mehr. Denn neue Schiffe kosten auch Energie. Die müssen alle mit Energie versorgt werden. Und wir brauchen definitiv mehr Schiffe. So, ich habe hier immer noch dieses. Hier. Trabur 3. Was mache ich denn mit Trabur 3? Ich weiß noch nicht, was ich mit Trabur 3 anfangen soll. Mich noch echt überfordert und hier haben wir keine Befehle. Warte mal. Kann ich hier? Nee. Mich hinbewegen, das bringt auch nichts. Okay, das ist ein Spezialthema. So, Grenzen öffnen. Die Hesuk haben die Grenzen geöffnet. Hesuk sind wo? Es hilft mir nicht weiter, weil die irgendwo am Arsch der Welt sind. Hesuk, hier. Hesuk haben die Grenzen geöffnet. Nett von ihnen, aber für mich unerreichbar. Wir sind momentan dadurch begrenzt, dass alle meine Angrenzenden die Grenzen zu haben. Wir kommen nirgendwo durch.
Einzige Möglichkeit wäre eventuell durch dieses Wurmloch hier. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Aber angesichts der Tatsache, was hier alles rauskommt aus diesem Wurmloch, habe ich auch keine Lust, da reinzufliegen, um zu gucken. Nachher aktiviere ich da irgendeinen Scheiß, wo die dann sagen, oh, hier, Gegner, wir schicken mal alles, was wir haben. Da möchte ich doch eher vorsichtig sein und abwarten. Kann auch die falsche Taktik sein, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja besser, direkt hin und rein und gucken und machen. Aber meine persönliche Meinung ist, die sind mir einfach, guck mal, das sind 20.000. Ich habe 1.000, also die sind 20 mal überlegen uns gegenüber. 20-fach überlegen. Die könnten unser ganzes Sternsystem übernehmen und wir könnten nichts dagegen tun. Überhaupt gar nichts. Ich hoffe, dass sie das nicht tun werden. Ganz ernsthaft. Gut, weiter geht's im Text. Hier oben habe ich noch die Space Amöben. Da weiß ich gar nicht, wie ich wieder zu denen momentan stehen. Aber von den Spezialisierungen. Wir müssen erstmal die Keramik machen, wir dann. Und wir werden das hier noch weiter forcieren. Anomalien haben wir jetzt. Oh doch, wir haben noch ganz schön viele Anomalien gerade. Construction complete. Okay, zwei sind gerade machen. Gut, Construction, wo da oben? Okay. Dann fliegst du Colonization in progress. Dahin und machst die Basis. Colonization in progress, sehr geil. So, das heißt, hier unten geht's jetzt los in Sarak. Das wird seine Weile dauern. Oh, hier, das wird seine Weile dauern. Wie lange dauert das? In 3 Jahren. Okay, in 3 Jahren. Aber wenn wir sehen, wie viele Plätze hier frei sind, 14 davon können wir benutzen. Da werden wir 9 davon werden Strom werden. Dann bleiben noch 5 übrig. Mal gucken, was wir mit denen da einstellen. Aber das wird unser Stromplanet. Gravitationsquetschung. Die Erkundung des Asteroiden durch die Santa Maria wird vorübergehend ausgesetzt, als eine Sonne in eine umherziehende Gravitationsanomalie gerät. Die Sonne kann noch einige Daten übertragen, bevor sie dem extremen Kräften brutal zerquetscht wird. Kräften, die sich kurz darauf komplett auflösen. Okay. Wo war das? Hier oben? Echt? Okay. Wo haben wir denn hier geforscht? Hier? An diesem Asteroiden? Okay, das sieht jetzt gar nicht irgendwie... Wenigstens hat sich niemand verletzt. Okay. Terraforming-Kandidat. Okay. Terraforming-Kandidat, wo bist du denn? Hier ist ein Terraforming-Kandidat. Das war Mirik. Unsere genauen Erkundungen von Mirik haben ergeben, oder hat ergeben, dass es hier vor langer Zeit einmal Leben gegeben haben könnte. An der Polarkappe wird unterhalb der Oberfläche vollkommen gefrorenen Eises. Die Existenz vernetzter Täler legt nahe, dass das Wasser früher ungeneriert geflossen sein könnte. Theoretisch wäre auf diesem Planet Terraforming möglich, aber wir verfügen nicht über die Möglichkeiten. Okay, aber... Pause. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir vielleicht später hier... Das ist wo? Ah, hier. Genau, hier mittendrin. Ja, das ist gut. Hier vielleicht irgendwann mal einen Planeten terraformen können. So, die Xandrae und die Visari haben eine Föderationsassoziation gemacht. Okay. Also, ich gucke mir alles natürlich schön an. Solange nicht meine Gegner hier sich zusammentun, ist alles schick. Die Frage ist natürlich, wenn wir nochmal Pause machen, kann ich hier irgendwas... sag ich mal, in unsere Richtung managen. Wirtschaftspakt, Forschungsabkommen,
herzlich. Wirtschaftspakt, das bringt uns in das. Also tendenziell will ich das eigentlich alles noch gar nicht, weil ich will unbedingt meinen Einfluss weiter benutzen, um schnellstmöglich alle Planeten zu besitzen, also alles zu kolonisieren, ja, alles dicht zu machen. Und dann können wir über den ganzen Kram nachdenken. Eigentlich will ich das gar nicht. Weil mich das verlangsamt. Sobald ich damit anfange, wird alles langsamer. Und ich denke, es ist sinnvoller, erst alles zu erobern, was zu erobern geht, ohne Konflikte. Und dann diplomatisch, dann können wir ja mit der Ausbreitung uns ein bisschen verlangsamen, aber dafür diplomatisch voranschreiten. Ob das guter Weg ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Ich habe noch nie das vorher gemacht. Das ist alles Learning by Doing, würde ich mal behaupten. Aber tendenziell würde ich sagen, so lange wie möglich würde ich die Plus 5 gerne aufrechterhalten und so viel wie möglich hier einnehmen. Und dann können wir dann gerne auf 1, 2 runtergehen, wenn uns das dann irgendwie Verbündete bringt oder sowas. Tendenziell sind die ja grün, die sind grün, die können nicht zu uns. Tendenziell sind wir relativ gut geschützt, mit Ausnahme von denen hier, die ein bisschen Stress machen. Die stehen halt vor unserer Tür und sagen so, wir kommen gleich, wir kommen gleich. Und wir stehen hier drüben und sagen, komm doch, komm doch. So, Pause weg, weiter geht's. Hier, sehr gut, Föderationsangebot, ja, also sehr gut, so. Besari und... okay, das ist uninteressant für uns. So, wie weit bist du? 70%. Ist doch Pause weg. So, was haben wir hier? Die Xandrei und die Unatach haben ihre Rivalität beendet. Okay. Feine Sache. Also feine Sache ist doof, weil solange die sich alle untereinander behaken, ist das für uns gut. Gut, schauen wir mal. Also das hier ist nochmal eine, hat einen Aufstieg geschafft. Okay. Spezialprojekt, wo haben wir das denn? Hier ist ein Spezialprojekt. Ach ja, hier dieser ungewöhnliche Keramik-Dings, der um die Sonne immer rumflog und nicht verglühte. Nachdem wir bei dem endlos langen Untersuchung des verwünschten Keramikobjekts schon fast die Hoffnung aufgegeben hatten, erzielten wir einen Durchbruch. Das Objekt ist in Wirklichkeit gar nicht da, sondern vielmehr eine Projektion aus einer höheren Dimension. Okay. Indem wir es als Schatten eines Objekts der vierten Dimension analysierten, konnten wir seine Daten sammeln und entschlüsseln. Es zeigt uns, dass wir uns in allen Forschungsfeldern verbessern können. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer uns diese Information geschickt hat. Okay. Forschungsgeschwindigkeit 15%. Extradimensionale Einsichten. Okay, gut. Forschungsgeschwindigkeit für alle. So wie es ausschaut. Und hier haben die Zygern und die Lostran. Warte, bei Pause, bei Pause. Die Zygern und die Lostran Pief haben sich zur Rivalität erklärt und uns fehlt Energie und Nahrung. Energie, ja, sehe ich. Aber ich kann jetzt aber echt langsam nichts mehr machen. Ich arbeite ja dran. Wir sind ja da dran. Die Kolonisierung dauert noch. Hier kriegen wir gleich zwei dazu. Hier kriegen wir gleich zwei dazu. Und hier kriegen wir gleich nichts dazu.
Okay, also 4 gehen jetzt gleich nochmal runter. Ich kann nochmal Konsumgüter verkaufen. Das bringt nochmal 600. Okay, aber der ist auch langsam Schluss. Jetzt müssen wir langsam jetzt hier. Es wird Zeit, dass der fertig wird hier. Dass wir da in die Gänge kommen. Sarak, das wird noch eine Weile dauern. 3 Jahre. Ich kann nochmal alle durchgehen, sicherheitshalber. Ich gehe nochmal alle durch, sicherheitshalber. So, hier geht nichts mehr. Hier geht nichts mehr. Hier geht noch was. Hier geht noch was. Hier geht noch was. Hier geht noch was. Generatorwelt. Ja, komm. 1, 2, 3. 3 Generatorwelten. Das muss das Loch stopfen, bis der fertig wird hier. Das hat mich mein gesamtes Mineral gekostet. Aber es nützt ja nichts. Wenn er schon eine Notfallwarnung hier raushaut, dann müssen wir halt reagieren, ne? Gut, derweil werden wir dann hier gleich weitermachen, das nehmen. System Survey complete. System Survey. Itara hier oben. Okay, ja, dann haben wir das auch. Schön. Dann gehst du nach da. Du gehst nach da und machst komplette Erkundung. Jawohl. So. So, die rühren sich hier nicht weg. Das ist ein gutes Zeichen. Hier müssen wir sehen, was wir damit machen. Da bin ich echt schwierig, schwierig. Wir könnten hier blocken. Oder wir gehen halt direkt rein und blocken hier. Aktuell sind ja nur diese rausgekommen, aber ich weiß nicht, was noch passiert ist, weil wir jetzt kein Schiff mehr hier haben. Und ich will ja auch kein Schiff mehr reinschicken, bis wir das geklärt haben. Dann haben wir ganz hinten noch diese, wenn wir die Lebensform befreien, könnte es sein, dass da irgendwas rauskommt, das uns feindlich ist. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Hier oben haben wir noch eine Space-Amöben-Aktion. Da gibt es aber, glaube ich, noch ein Spezialprotokoll. Bin ich mir nicht ganz sicher. So, du machst jetzt auf jeden Fall hier die Bergbaustation. Das bringt uns nochmal 2 Energie. Da kommen wir da auch nochmal raus. Nahrung müssen wir gleich nachkaufen. Boah, wird das alles knapp. Also es ist schon... Ich spiele hier hart am Limit, muss man sagen. Ich könnte das auch ein bisschen entspannter machen, aber ich möchte so schnell wie möglich uns ausbreiten. System Survey complete. So, Pause bitte. Anomalie. In Mrik 8. Mrik 8. Das ist hier. Gab es eine Anomalie? In der Atmosphäre dieses Gasriesen wurden Lebenszeichen entdeckt. Könnte dies auf die Gegenwart einer Art Biosphäre hinweisen? Wurden Lebenszeichen entdeckt. Okay, das erforschen wir mal. Ich will jetzt nicht, dass wir plötzlich eine feindliche irgendwas in unserem Gebiet haben. Das wäre katastrophal, weil wir müssen die nächste Flotte ein. 1000 extra Flotte. Wir müssen unsere Flotte verbessern und ich habe kein Material dafür. Okay, also Mirek habe ich kontrolliert. Mirek Anomalie gefunden. Anführer verstorben. Reichshauptstadt. Präsident Lela ist verstorben. Unerwartet Alter verstorben. Zur Auswahl des Planeten Erde klicken zum Springen und zum Landrücken. So, hier haben wir jetzt. Okay, wir lassen es dabei. Machen das weg.
Jetzt muss ein neuer Präsident gewählt werden, weil der Präsident gestorben ist. Leyla ist tot. Wie uncool. Leyla ist gestorben. So, wir überlassen das dem Rat. Der wird schon wissen, was am besten für uns ist. Das können wir nicht wegklicken. Der Rat wird einen neuen Präsidenten wählen. So sieht das aus. Und jetzt habe ich hier noch ein Konstruktionsschiff. Das wird jetzt hier hinfliegen und eine Bergbaustation bauen. Und du, Hawkins, Wüsten oder oben. Kannst ja nichts machen. Da ist nichts mehr. Die haben ja alle schon durcherforscht. Du fliegst hier hin und wirst gucken, nicht, dass die sich hier plötzlich an der Grenze sammeln. Ich habe hier noch ein Forschungsobjekt. Bei der Beobachtung des gewaltigen Asteroiden haben wir etwas entdeckt. Weitere Untersuchungen sind erforderlich. Okay, du machst das. Nein, du machst das. Anomalie. So. Okay, hier ist auch noch ein Planet. Eine aride Welt, aber ist nicht so wild. Nicht so dramatisch. Das sieht ganz okay aus. So, Pause weg. Construction complete. Okay, was hast du denn jetzt gebaut? Bergbaustation in Roga 9. Damit bist du hier durch, ne? Dann fliegst du jetzt hier hin. Und baust hier eine Basis. Ja. So sieht's aus. Gibt zwar nur 3 Energie, aber 3 Energie. Und dann haben wir diesen ganzen Quadranten quasi fertig. Dann würde ich hier nochmal runterdüsen, dann würde ich mir das so holen. 11 Minerale, klingt gut. Er ist noch nicht fertig mit der Untersuchung. Kann aber weitermachen. So, er kann sich ja noch ein bisschen ausbreiten, von daher gehen wir erstmal entspannt. Die Senatssitzung, die Gründung des galaktischen Marktes, da bin ich dafür. Aber ich habe überhaupt keine Materialien, um da eventuell dran mitzuwirken. Situation log updated. So. Kalia Kat wurde zum Präsidenten gewählt. Die andere ist ja verstorben. Okay, gut. Dann hätten wir das. Neue Präsidentin, Anführer. War denn das jetzt? Ist das irgendwie verpeilt? Okay, ich peile jetzt. Atmosphärisches Ökosystem. In der oberen Atmosphäre des Gasriesen Mirik 8 haben wir ein üppiges Ökosystem entdeckt. Dort folgen gewaltige schwebende Kreaturen, deren Körper mit Treibgasen gefüllt sind, den Windströmungen. Sie nähren sich an der Energie, die durch die häufigen Gewitter auf dem Gasriesen freigesetzt wird. Diese Wesen wiederum unterstützen ganze Kolonien kleiner Lebewesen, die Jagd auf atmosphärisches Plankton machen.
und aufeinander. Okay, faszinierend. Eine schöne Entdeckung, gut zu wissen. Also auch sowas ist möglich. Interessant, interessant. Ich habe hier ein Kolonieschiff fertig. Das möchte jetzt unbedingt nach hier, glaube ich. So, das ist angedockt. Das soll hier hin. Jawohl. Und das nehmen wir einfach Roga. Diese Kolonie wird Roga heißen. Die Roga-Kolonie. So, ein Sarak ist ja in Arbeit. Die Roga-Kolonie hier. Und wir werden demnächst auch hier oben reingehen, glaube ich. Hier weiß ich nicht, was eigentlich auch okay wäre, ne? Wollen wir nochmal... Noch ein Kolonieschiff. Ich baller hier noch ein Kolonieschiff raus. Dann gehen wir erstmal auf den hier, direkt nebenan. Und ja, 7 von 8. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen frei für unser Sternenportal-Problem. Oder ne, für den haben wir ja schon. So, Pause bitte. Was haben wir hier? Herjam und Gorf. Onak und Helvan. Sygan und Yonda. Migrationsabkommen. Okay, Sygan und Yonda, das sind die hier vorne. Sygan und Yonda. Okay. Okay. Wie sieht es hier jetzt aus? Das sind 1000. Das sind 100, 200, 300, 400, 600. Das sind 200, 300, 400, 600, also 1200. Okay, die werden langsam echt gefährlich. Wir müssen hier... Wir müssen Militär aufbauen. Die sind jetzt fast doppelt so stark wie wir. Wir haben zwar die Base, also wir haben zwei Basen, die hier Kontra bieten werden. Wir müssen hier... Wir brauchen mehr... Militär. Wir brauchen mehr Militär, die sind echt hart. Wenn die jetzt hier rüberkommen, dann sind die Übermacht. Okay, dann haben wir die Santa Maria, die ist jetzt momentan wo? Da oben. Gibt's hier nichts zu erkunden? Gibt's hier nichts zu erkunden? Okay, dann... Okay, dann fliegt die Santa Maria eben dahin. Wenn wir nichts mehr haben. So, dann habe ich noch die Hawken, die ist hier oben. Die kann hier drin nicht forschen, so wie ich das verstehe. Weil dieses Forschungsprojekt Situationsprotokoll hat. Das heißt, dieses Forschungsschiff kann eigentlich wieder weg da. Wir können nochmal dahin fliegen, um zu gucken, was hier ist. Das schicken wir hier, damit die sehen, wenn irgendwer kommt. Ihr macht euer Ding jetzt hier fertig. Dann fahren wir zusammen alle hier runter. Machen das hier klar.
Das Kolonisierungsschiff wird hier hinfliegen. Das Forschungsschiff hier kann theoretisch auf der Erde Forschung unterstützen, dann kann es nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll jetzt gerade. Wir können das hier hinschicken. Wir schicken dich, schicken wir hier hin. Einfach nur, damit du guckst, was mit denen ist. Hier oben ist noch eine Forschung. Was ist das? Man hat einen großen Einschlagskrater entdeckt, der nicht natürlich im Ursprung. Okay, du kannst das da oben entwickeln und forschen. Zerforschen hier. Anomalie. Okay, gut. Wir sind aber auch schon wieder. Mensch, haben wir schon wieder verquatscht. Wir sind schon wieder weit über die halbe Stunde rüber. Ja, so sieht es momentan aus mit dem Terranischen Imperium. Wir breiten uns sukzessive aus, machen uns stabil. In erster Linie jetzt erstmal mit der Energie und mit der Nahrung. Das wird dann das nächste sein, worauf ich denn gehen werde. Aber primär erstmal die Energie, dass wir da uns ein Polster langsam schaffen, weil wir brauchen noch Energie für die neuen Schiffe. Und ja, wir müssen uns hier definitiv mehr einkesseln. Das muss hier härter verteidigt werden. Weil die sind momentan schon echt stark, was die hier an den Truppen haben. Die könnten uns jetzt hier schon reinreiten. Das wäre nicht gut. Das müssen wir verhindern. Ob wir das hinkriegen, gucken wir uns dann an in der nächsten Folge. Wenn es denn von euch gewünscht ist, könnt ihr dann dabei sein. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, gerne das Däumchen, Kommentare da lassen und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, euer Oktobottchen.